Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. So, wir sind hier, wir haben in der letzten Folge die Presse hier abgeliefert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir denn für einen neuen Auftrag holen. Wir stehen hier. Es muss einer sein, der nicht zu weit geht. Also da sollte er nah dran sein. Weil ich werde nur diese eine Folge heute aufnehmen. Weil wir in der nächsten Folge in dem neuen DLC spielen werden. Das erscheint am 16. hier. Ah, Nebraska ist das, nicht Nevada. Was erzähle ich denn? Nebraska. Ich habe bei ETS, glaube ich, Nevada gesagt. Nebraska ist es natürlich. Das wird kommen am 16. Und ich gehe mal davon aus, dass die 1.5 dann entsprechend vorab erscheinen wird. Haben wir so gar nichts Kurzes hier? Das wäre noch was. Nehmen wir das, glaube ich, mal mit. Und hoffen, dass wir das heute fertig fahren. Los. Nebraska, genau. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, das erscheint am Donnerstag und dann wird wahrscheinlich Freitag. Biege nach links ab. Freitag oder, nicht Freitag, wahrscheinlich Mittwoch oder Dienstag dann die 1.5 released werden. Gehe ich mal von aus. So war das zumindest bisher eigentlich immer üblich, dass ein, zwei Tage vorher die Gaming-Version, also die Spielversion, hier die Hauptversion released wurde und dann das DLC hinterhergeschoben wurde. Wobei es gab auch schon Zeiten, da war das tatsächlich zeitgleich. Also das erst die 1.5er kam und ganz kurz danach, also ein paar Stündchen später, das DLC. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die 1.5 Dienstag, Mittwoch kommt. Also heute oder morgen, wenn ihr das Video hier seht. Und ja, Donnerstag dann das Nebraska DLC. Das werden wir natürlich dann am Freitag auch direkt spielen. Auftrag. Okay, wir fahren los. Der ist da hinten. Ich fahre mal so rum. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir werden es sehen. Ah, hier steht er. Okay, ich dachte, der stand auf der Seite. So, dann laden wir mal oder satteln wir mal auf. Das funktioniert so nicht. Jetzt hatte sich da irgendwo verhakt. Schon wieder. Ich glaube nicht, dass das an der Anpassung der Federhöhe liegt. Zeit zu gehen. Ja, ich war einfach nur falsch davor gefahren. So, leere Gestelle haben wir hier, okay. Ja, da müssten wir rumkommen, glaube ich.
Funktioniert. Sehr gut. So, wir müssen... Das war die Kreditrate. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eieiei. Eng geblieben. Okay, blöd gelaufen. So, wir haben eine Fahrzeit. 6 Stunden 55. Ich glaube, das kriegen wir in der heutigen Folge nicht fertig. Aber gut, gucken wir. Gucken wir einfach, was geht oder nicht geht. Weil in der nächsten Folge wird der Auftrag gecancelt werden, weil wir natürlich mit dem DLC Kartenänderung haben und dann werden alle Aufträge, alle Laufenden gecancelt und wir werden in eine Werkstatt zurückversetzt, beziehungsweise müssen eine auswählen. Und dann gucken wir natürlich, dass wir ganz nah an Nebraska sind. Und dann viele, viele Aufträge in Nebraska fahren werden. Freue ich mich schon drauf. Immer geradeaus. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Dürfen wir. Dann würde ich sagen, fahren wir die auch. Wir können es ja... Was haben wir eigentlich geladen? Wie heißt denn das? Glasböcke. Ah, da werden dann Glasscheiben, glaube ich, draufgeschnallt, ne? Und transportiert. Wenn ich es richtig weiß. Wir fahren den Truck by the way jetzt schon fast 11.500 Meilen. Das ist schon ordentlich. Schon richtig ordentlich. Aber den werden wir auch noch eine Weile fahren müssen. Weil bis wir uns das nötige Kleingeld verdient haben für einen größeren Truck. Also den würde ich, was heißt einen größeren? Den würde ich hier ja gerne erstmal weiter aufrüsten dann. Und wir haben halt noch zwei Kredite zurückzuzahlen. Da würde ich gerne den einen auf jeden Fall rückzahlen, bevor wir hier irgendwas groß machen. Um dann deutlich mehr Geld am Tagesende übrig zu haben. Weil dann haben wir nur noch den einen, eine Kreditrate. Aber Achtung, dauert noch. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es dauert noch. Oh, wir dürfen nur 65. 55. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das sollten wir natürlich einhalten, sonst kassieren wir hier richtig heftig Strafe. Und wenn ich eines nicht gebrauchen kann, dann ist das richtig heftig Strafe zu kassieren. Weil wenn wir eh schon Gefahr laufen, dass wir den Auftrag nicht fertigstellen können, das heißt kein Geld dafür kriegen, dann will ich unter Garantie nicht auch noch eine Strafzahlung haben, die nochmal zusätzlich Minus draufhaut. Immer geradeaus. So. Fahren wir an denen mal vorbei. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ups. Nimm die Ausfahrt rechts. Sorry. Was? Ich habe den noch gar nicht berührt. Biege nach rechts ab. Dann hätte er auch Unfall verursacht gesagt. Kann auch sein, dass es einfach so Verschleiß ist. Tatsächlich.
Oder ich bin irgendwo dran gekommen, was ich nicht gesehen habe. Aber an den hinter mir glaube ich nicht, weil dann hätte es, wie gesagt, geheißen Unfall verursacht. Das hatten wir nicht. Demnächst links abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach links ab. Ja, wir biegen nach links ab, wenn wir den grün kriegen. Wenn wir denn grün kriegen, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Stunden 37. Ah, das wird, glaube ich, nichts. Das wird, glaube ich, zu lange. Aber egal, dann haben wir ein bisschen gefahren. Man, hier können wir es uns eher leisten. Wir haben 43.000, dann kann man nochmal eine kleine Fahrt umsonst machen. Die reißt es dann jetzt nicht raus. Zumal wir Achtung, Plus machen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was die, also wir verdienen mehr, als wie wir an Kreditrate zahlen. Von dem her passt das. Das geht absolut klar. Das ist eine schöne Landschaft, durch die wir hier fahren, ne? Eine sehr schöne Landschaft. Kranwagen war das, der uns entgegenkam. Oh, geht. Ich dachte gerade, dass wir ein bisschen schnell unterwegs sind. Aber hat funktioniert. Hat einwandfrei funktioniert. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, was sich SCS-Software alles noch einfallen lässt. Man jetzt für das neue Nebraska DLC kommt ja eine Möglichkeit der neuen Beladung. Also dass man wirklich unter Silos drunter fahren muss und gucken muss, dass das alles gleichmäßig verteilt ist. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Wenn wir dann solche Aufträge mal kriegen. Ich hatte erst gedacht, das käme mit der 1.5 mit, aber nee, das ist tatsächlich nur in dem neuen DLC drin. Ich weiß nicht, ob die das mal irgendwann dann auch noch im Zuge der Überarbeitungen in die übrigen, in den Rest der Karte mit reinbringen. Kann aber auch gut sein, dass das tatsächlich nur Nebraska und künftigen DLCs dann vorbehalten sein wird. Will ich nicht ausschließen. Ist natürlich auch immer wieder ein Anreiz, dann mal so ein DLC zu kaufen, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Das darf man einfach nicht vergessen. Man, davon lebt SCS-Software, ja, dass die eben DLCs entwickeln, die weiterverkaufen. Damit finanzieren die ja im Prinzip auch die Weiterentwicklung vom restlichen Spiel, was natürlich auch noch weiterverkauft wird, logisch. Aber ich denke, da kaufen es die meisten dann wirklich irgendwie im Sale für ein paar Euro. Demnächst links abbiegen. Aber man muss es halt echt ganz klar sagen. Wenn man ein LKW-Simulationsspiel will,
kommt man um Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator schlichtweg nicht drumherum. Biege nach links ab. Ist einfach einer der besten Simulatoren im Moment. Alaskan Road Truckers hat es auch wieder einige Updates gegeben, habe ich gesehen. Müsste ich vielleicht nochmal wieder irgendwann reingucken. Aber momentan reizt es mich nicht so sehr und ich habe tatsächlich auch schlicht und ergreifend keine Zeit. Ich meine, ihr seht ja selber, wir haben eine Menge Spiele auf dem Kanal. Und da habe ich dann im Moment einfach die Zeit nicht für. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, wenn die das da vorne auch machen, werde ich das auch tun. So, der hätte natürlich Vorfahrt. Wenn da einer käme, aber kam keiner. Dort kam keiner. Ist auch eine schöne Gegend hier, ne? Bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Sind schon lange nicht mehr in den Basiskarten unterwegs gewesen. Muss ich ganz klar sagen. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Serpentinen oder sowas. In der Art. Geht das hier jetzt gleich bergab? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Wir haben noch 5 Stunden, bis wir Pause machen müssen. Und immer noch fast 4 Stunden, bis wir am Ziel sind. Ja, das werden wir definitiv nicht fertig fahren in der heutigen Folge. Das ist zu lang. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, durch das Kartenupdate werden wir irgendwo hin versetzt, aber wir fahren jetzt hier mal den Teil der Strecke auf jeden Fall mal noch. Das sieht interessant aus. Der sieht sehr interessant aus. Wunderschöne Gegend. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Rest Area brauchen wir nicht. Oh, ich lieb's ja herrlich. So mit dem Staub, der da so fliegt. Ist schon schön gemacht, muss ich sagen. Richtig, richtig schön gemacht. Eine Brücke, die neu gebaut wird? Oder was machen die da? Oder wollen die da einen Tunnel durchführen? Das ist hier noch die Frage, ne? So, wie ich aber sehe, sind wir jetzt dann auch am Ende der Folge angekommen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wer noch nicht abonniert hat, gerne auch ein Abo. Ist, wie schon in anderen Folgen auch erwähnt, kostenlos auf YouTube. Und ihr supportet damit die Creator, also in diesem Fall jetzt dann mich, sehr stark. Ja, in diesem Sinne, ich sag danke, hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Nebraska wieder, ne? Oder wenn wir dann nach Nebraska fahren werden. Danke und tschüss.